Willkommen zu einem neuen Part, Need for Speed. Ihr seht schon, ich habe ein neues Auto, ein Nissan GT-R Premium 2015. Es gibt auch ein 2017er, allerdings kann man die nicht tunen. Also nur die Räder ein bisschen anpassen, Fresstheke drauf, also ein Spoiler. Fand ich nicht so cool, deswegen habe ich den 2015er genommen. Hier kann man nämlich fast alles ändern. Hier die Frontschürze kann man ändern. Geht jetzt nicht, weil ich eine Verbindung hier mit diesen Kotflügeln habe oder Frontleitblechen. Frontkotflügel kann man hier alles anpassen: Reifen, Spiegel, Heckkotflügel leuchten leider nicht. Heckstoßfänger kann man sogar ändern. Diffusor, Auspuff, ja. Natürlich JP Performance drauf, ne? ich habe den fast voll getuned. Er hat aktuell 1,7 Sekunden oder auf 100, 8,96 Sekunden für die Meile, 376 und 1150 PS. Da fehlt noch der Motorblock. Und dann hätte er 1232. Und ansonsten noch Nitro. Dann ist er eigentlich soweit aufgestockt. Reifen habe ich gerade eben gemacht. Joa. Wir fahren den demnächst mal. Vielleicht im nächsten News-Part oder im nächsten Part Need for Speed. Im letzten Part sind wir schon den Lamborghini gefahren, den Porsche. Dann sollten wir jetzt die Dodge Viper fahren. Mein schönes Monsterauto. Hier, Leistung. 1203 PS hat er. 2,1 Sekunden. Ja, bei voll getuned. 380 km Spitze. Also auch richtig schönes, flottes Auto. Und vor allem, der hat hinten größere Reifen. Ich habe da bewusst die Felgen etwas kleiner gemacht, damit die Reifen ein bisschen bulliger wirken. Dann passt das so ein bisschen besser zueinander. Also die Felgen kann man in der Größe verändern. Ich habe da jetzt Pfossenfelgen drauf. Also auch sehr gute Felgen schon. Jo. Also das ist jetzt einfach nur so ein Need for Speed Let's Play Part. Der letzte war ja News Part. Und dann mal schauen, wo ich dann den News-Part hinmache. Entweder bei Mario Kart 8 oder in Need for Speed. Überlege ich mir dann noch. Jeden Fall düsen wir erstmal eine Runde mit der Dodge Viper. Ich finde, der Motorklang richtig cool. Den Donner könnt ihr mal ein bisschen lauter machen. Dann hört ihr den Motorsound. Und ansonsten drehe ich die mal hoch. Also ich mag den Sound mit dem V10. Aber es ist 8,6 Liter V10 Motor. Der hat schon ordentlich Durchzug. Driften lässt er sich auch super. Also er liegt nicht ganz so weich in der Kurve wie der Lamborghini, sondern ein bisschen härter. Fast so wie der Porsche. Also kann ich super mitfahren. Ich werde mir jetzt mal eine Mission suchen, was ich spielen kann. Einzelteile. Probieren wir mal. Ja, genau. Boah, du Clown, ey. Oh, da waren die Bullen. Ups. Finde ich auch mal lustig. Die Polizei darf immer alles. Genauso wie in GTA 5 auch. Aber fährt man den einmal in die Karre,
Oder macht man einmal irgendwas falsch, ist man sofort wieder dran. Aber selber dürfen die alles kaputt fahren, die dürfen nicht crashen, alles. Finde ich mies. Das hört sich auch schon im Tunnel mit Nitro. Nee. Ah, ich mag den Dodge Viper. Weil was ich cool finde, wenn man bremst. Ja, genau. Leuchtet das Dodge-Logo vom Kofferraum. Ich finde ein nettes Detail. Hat eigentlich sonst keiner. Dass das Marken oder das Logo von dem Auto leuchtet im Bremslicht. Ich glaube, das hat aber auch nur die Dodge Viper. Sonst keiner von Dodge. Vielleicht noch der Ram, aber da glaube ich es auch nicht. Ich dachte erst letztens, ich hätte bei uns einen gesehen. Aber das wäre sehr suspekt gewesen. Wenn hier in dem Kuhkaff einen Dodge Viper. Okay, kann man machen. Aber es war ein Jaguar F-Type. Der sah fast genauso aus. Nicht ganz, aber fast. Ja, voll. Meine Fahrkünste lassen heute wieder zu wünschen übrig. Deswegen wird das glaube ich auch nichts. Wenn ich jetzt keinen Stoff gebe. Komm, verzieh dich mit deinem, keine Ahnung was alles. Garre. Lambo. Nissan. Ferrari, verzieh dich da mal. Und da vorne war ein AMG. Oh, das sieht schlecht aus. Erstmal werde ich garantiert nicht mehr. Habe ich nicht. Versaut. Zeitfahren. Zeitfahren kann ich aber. Machen wir das. 1 Minute 36. Heute Mittag habe ich es, glaube ich, mit dem Lambo gefahren. Habe ich 1:30 geschafft. Allerdings habe ich da auch einen Unfall gebaut. Oder zwei. Also sollte machbar sein mit der Dodge. Der zieht zwar auch nur bis 7000 fast, oder 6,5. Der Lambo zieht bis 8,5, 9. Aber trotzdem hat die Viper auch genug Dampf. Was ich vor allem cool finde, dass die Auspuffrohre an den Seiten hat und nicht hinten. Das ist mal was anderes. Was ich mittlerweile irgendwie gar nicht mehr mag, ist, wenn man bei einem Auto die Auspuffrohre nicht sieht. Also wenn die so hinter dem hinteren Kotflügel oder Heck so verschwinden. Oder wenn die gebogen sind und man die gar nicht sieht. Finde ich ein bisschen doof. Irgendwie. Also ist meine Meinung. Am schönsten sieht es natürlich aus, wenn die Auspuffrohre noch verkleidet sind. Mit, irgendwie mit einer Chromzierleiste. Oder mit einer Blende. Oh, jetzt fährt der schon wieder in die falsche Richtung. Ja, passt wohl. So, wir haben jetzt 15.000. 36.000 brauche ich für den Motorblock noch. Schlängelkönig.
Was ist eigentlich mit diesem Autoteil? Da können wir mal nachschauen. Ob ich das schon habe. Bei mir fehlen nämlich noch ein paar. Mich jetzt auch bemühen, wieder regelmäßiger Parts zu machen. Hatte ich ja in den News schon reingeschrieben. Das Autoteil habe ich schon. Okay. Da ich jetzt auch die schnelle Internetverbindung habe und ein bisschen mehr Zeit habe wieder, sollte das funktionieren. Komm, wir machen mal ein Drag Race. Habe ich mal Bock drauf. Einen mit der Viper abzuziehen. Hey. Ja, ist doch okay. Könnt mich ja fangen, wenn er wollt. Schafft er ihn nicht. Aber wie gesagt, wenn die Charger fahren, die größeren Wagen, dann könnten die mich einholen. Aber mit diesen komischen Billigkarren, die die sonst fahren, schaffen die das nicht. Nämlich einfach keine Beschleunigung. Wenn die Karre dann umdrehen müssen, weil die falsch stehen, dann dauert das Jahre. Und bis dahin bin ich schon längst weg. Wir haben den Stoff. Gegen wen fahren wir? Ja, ich weiß, wie schön mein Auto ist. Was ist das? Ein BMW. Okay, sollten wir schlagen. Der macht mal sein Burnout. Ich gucke mir mein Auto nochmal eine Runde an. Ich mach das manchmal so auf 4 Sekunden. Einfach volle Möhre. Nicht ganz. 376. 28 Sekunden. Nee, schlecht. Und er braucht einfach mal 37 Sekunden. 10 Sekunden mehr als ich, fast. 9. Tja, ich bin halt ein bisschen viel schneller. Hey. So, dann ab zur nächsten Mission. Block Party, Gymkhana. Oh, nee. Ich schaffe jetzt Schleudergang. Ja. Machen wir heute mal so ein bisschen Zeit fahren. Ja, wo soll man denn hier eigentlich auskommen? 5760. Rüber und Abflug. Am schnellsten könnt ihr eigentlich die Autos wenden, wenn ihr nochmal Vollgas gebt, dann die Handbremse zieht und dann kurz danach die Bremse drückt. Dann kommt ihr richtig schnell rum. Also kann ich das zumindest nicht so gut.
hat mir im Lamborghini bei der Polizeiverfolgung schon oft den Arsch gerettet, weil ich eine schnelle Wende machen konnte. Wenn man es dann so macht mit 8 Minuten Verfolgung und 10.000 Dollar Geldstrafe und 5, ne, wie waren das? 4 Bullenwagen. Boah. Und die halbe Stadt abgesperrt ist. Dann könnte das schon mal kritisch werden. Aber es gibt immer ein, zwei Wege, wo man dann durch abhauen kann, wenn man sie denn findet. Aber solange man in Bewegung bleibt, kriegen die einen sowieso eigentlich nie. Ich habe mich bis jetzt einmal gekriegt oder zweimal. Und die Stelle hasse ich hier, weil die einfach voll unübersichtlich ist. Also einmal haben sie mich gekriegt, weil ich es rausgefordert habe, dass sie Geld von mir wollten. Also ich sollte Strafe zahlen. Und dann habe ich angehalten und bin neben dem Polizeiauto stehen geblieben. Ja. Und irgendwann, nach dem Warten, haben die mich dann verhaftet. Und einmal, weil ich einen Unfall gebaut habe. Weil ich dann nicht mehr so schnell weg konnte. Nein, ich stopp mein Fahrzeug nicht. Ihr drei Bullenwagen könnt ihr mich alle mal. Ja, in die Tankstelle fahren kann man natürlich auch machen. Und das ist der mit seinem Charger. Sonst auch so schnell. Interessiert mich aber nicht. Ich fahre mal in Gymkhana. Zeitfahren. Oh, ich hasse solche Autos. Komm jetzt, geh weg da. Kollege, lustig. Ein Kilometer. Was, Minute noch? Oh. Schaff ich. So, mal Gas geben, richtig. Nice. 2,57. Einmal ein Abriss gemacht. Ich glaube, da hängt noch eine Straßenlaterne an deinem Wagen. Joa. Wir haben schon einige mitgenommen. Haha. Ha. Okay, 27.000. Die gehen zurück zur Garage. Und dann haben wir ja in den nächsten Parts noch einiges an Fahrzeuge zu fahren. Ich werde den Part jetzt noch nur ca. 20 Minuten machen. Dann haben wir nämlich noch den Nissan über, den ich euch zeigen wollte, den AMG. Den habt ihr eigentlich beim ersten Part schon gesehen. Ich meine, ich kann ihn euch im nächsten Part kurz zeigen oder jetzt noch. Den habe ich, glaube ich, soweit getuned. Schon E. Ja, ja, ist alles getuned. Okay. Dann mache ich das jetzt noch und dann fahren wir im nächsten Part, haben wir noch den Mustang, den Camaro, den Nissan GT-R und den Dodge Challenger. Da haben wir noch einige Autos zu fahren. Und wieder mache ich dann immer zwei Autos pro Part, so wie im letzten Part. Oder so wie in diesem, dass ich dann ein Auto pro Part fahre. Also wie eben heute jetzt die Dodge Viper. Ich glaube aber, wir machen mal im Drag Race, ein Auto pro Part fahren. Dann habt ihr so ein bisschen so einen Fahreindruck, falls ihr selber Need for Speed habt und wissen wollt, wie die Karre so fährt, wie der sich anhört. Ja. Gegen was soll ich denn da fahren? Was ist das denn für eine Karre? Kenne ich nie. Na egal.
Aber ihr dürft die Burnout-Anzeige auch nicht zu heiß werden lassen. Oder nicht am Rand kommen lassen. Sonst wird er zu heiß und eure Räder drehen durch. Jetzt habe ich vorhin scheiße geschaltet. Aber geht wohl. Trotzdem nur 16 Sekunden gebraucht. Und er braucht 21. Also wieder zu langsam. Kollege, lustig. Was soll ich denn jetzt da? Aber you. Batsch. Ja, und dann folgen die Wand, ist okay. Gut. Also in echt ist das bestimmt richtig gesund für die Stoßfänger, wenn man so fährt. Und mit so einem Tempo irgendwo drüber springt. Außer bei Need for Speed, da geht das natürlich. Da kann man auch aus einem Flugzeug springen. Mit Fallschirm. Aber trotzdem. Gymkhana. Ja, werden wir auch nochmal fahren. Ich werde euch alle Modi zeigen. Okay, leider ist der Part schon wieder zu Ende. Und ich würde sagen, im nächsten Part nehmen wir dann den Mustang oder den Camaro. Mal schauen. Obwohl ich nicht weiß, ob ich mit dem Camaro Rennen fahren kann. Ja, wir probieren es aus. Auf jeden Fall ist dann im nächsten Part der Camaro dran. Und so sieht er aus. Auch richtig cool, wie ich finde. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.